Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar gibt es heute eine Snapshot-Vorstellung. Und zwar ist das der Snapshot zur neuesten Version 1.15, die als nächstes kommen wird. Und zwar wird das ein PvP- bzw. Combat-Update. Das bedeutet, das Kampfsystem wird nochmal ein bisschen angepasst. Und in diesem Snapshot sind schon mal ein paar von den Features, die eventuell, ja, noch nicht ganz sicher, enthalten sein könnten, mit dabei. Und die werde ich euch jetzt vorstellen. Aber wie gesagt, die sind noch nicht ganz final und das ist jetzt mehr so eine Art Testphase, damit die Entwickler sehen, wie sehr wir das mögen oder eben wie sehr wir es nicht mögen. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich noch sehr stark angepasst. Allerdings, da gibt es jetzt schon mal die Ideen quasi, die die Entwickler haben. Und die werde ich euch jetzt zeigen. Das erste große Update, was es gab, ist die Art und Weise, wie man angreift. Ganz früh in Minecraft war es so, dass man die ganze Zeit Spam klicken konnte und dann war es quasi besser, je schneller man geklickt hat. Denn mit der 1.8, glaube ich, war das, wurde eingeführt, dass es diese Leiste gab, die sich auflädt. Das bedeutet, dass man nur noch eine bestimmte Häufigkeit an Schlägen ausführen konnte, ohne dass sie halt sehr schwach sind. Das war dann ja in den letzten Versionen jetzt so, dass wenn man gespammt klickt hat, dass die Angriffe sehr schwach waren. Das wurde jetzt allerdings wieder zurückgenommen, oder beziehungsweise zum größten Teil. Und zwar kann man jetzt nicht mehr unendlich oft klicken, allerdings sehr viel schneller und öfter, als es vorher der Fall war. Und zwar kann ich das mal zeigen. Hier, wenn ich jetzt hier so mache, dann stirbt er halt tatsächlich direkt. Und in der letzten Version quasi, oder in der aktuellen 1.14, hätte er das halt locker überlebt, weil es halt sehr schwache Angriffe gewesen wären. Und die Klickrate ist jetzt quasi so, wenn man die linke Maustaste gedrückt hält, dann ist das das schnellste, wie es sein kann. Also so ist es jetzt, schneller wird es nicht. Egal wie sehr ich Spam klicke, es ist immer so effektiv, als würde ich einfach die Taste gedrückt halten. Des Weiteren wurde auch der Sweeping Edge Effekt, den es quasi standardmäßig bei Schwertern gab, entfernt. Und zwar war es ja jetzt in der 1.14 Version noch so, dass man quasi, wenn mehrere Mobs auf demselben Block waren, dass man sie dann alle gleichzeitig gedamaged hat. Allerdings ist das jetzt nicht mehr der Fall. Also ich greife jetzt hier immer noch jeden einzeln einfach nur an, wie es halt auch früher schon mal der Fall war. Allerdings geht natürlich die Verzauberung Sweeping Edge immer noch und wenn ich jetzt mein Schwert verzauber und dann halt die Verzauberung habe, dann kann ich wie gewohnt rund um Schaden auch weiterhin machen. Eine weitere Neuerung ist die Attack Range quasi. Es wurde eingeführt, dass die verschiedenen Werkzeuge und Waffen andere Reichweiten haben. Zum Beispiel das Schwert hat eine Reichweite von 3,5, ich nehme an, das sollen Blöcke sein, also auf jeden Fall 3,5 Einheiten. Normale Werkzeuge haben da hingegen 3. Das bedeutet, man kann mit dem Schwert von weiter weg angreifen. Von noch weiter weg kann man allerdings angreifen, wenn man die Harpune bzw. den Dreizack nimmt. Oder auch die Hoe, die haben jetzt eine Reichweite von 4. Das ist damit begründet, dass es quasi speerähnliche, ja, Waffen, sage ich jetzt mal, obwohl die Hake eigentlich keine Waffe ist. Aber sie sind auf jeden Fall speerähnlich und ein Speer hat natürlich eine größere Range jetzt als zum Beispiel ein Schwert. Und ein Schwert natürlich auch eine größere Range als eine Spitzhacke zum Beispiel. Das kann ich euch hier jetzt mal zeigen. Wenn ich jetzt mal so nah rangehe, bis ich ihn mit der Spitzhacke angreifen kann. So dicht kann ich rangehen und ich greife mit der Spitzhacke an. Wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe, kann ich ihn nicht mehr angreifen, allerdings funktioniert hier das Schwert dann noch. So, hat nur kurz ein bisschen geleckt, also hier, ich kann mit dem Schwert immer noch angreifen. Und wenn ich jetzt noch ein Stück zurückgehe, kann ich ihn nicht mehr mit dem Schwert angreifen, aber dafür immer noch mit dem Dreizack und auch mit der Hau. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Art und Weise, das ein bisschen anzupassen. Das ändert natürlich auch ein bisschen die Meta, dass man vielleicht, wenn man auf jemanden zuläuft, erst einmal mit einem Dreizack schlägt und danach mit dem Schwert. Gefällt mir auch sehr gut. Eine weitere Neuerung gab es dann zu den Schilden. Und zwar sind die Schilde jetzt quasi schneller einsatzbereit. Also wenn ich jetzt rechts klicke, muss ich normalerweise immer sehr lange warten, bis es, oder das heißt sehr lange, aber ich musste länger warten, bis es quasi aktiv ist. Allerdings geht das jetzt sehr viel schneller. Und noch dazu kommt, dass man es jetzt auch mit Sneaken aktivieren kann. Allerdings nicht, wenn das Schild in der ersten Hand ist. Also wenn ich jetzt sneake, passiert nichts. Wenn ich es aber in die zweite Hand nehme und sneake, dann ist es auch quasi direkt ausgefahren. Eine weitere Neuerung ist auch noch, dass man jetzt, wenn man blockt, normalerweise ja die Angriffe abwehrt. Allerdings, wenn man jetzt crittet, beziehungsweise von oben schlägt, dann kommen die Angriffe trotzdem durch, obwohl man sie eigentlich shieldet. Das macht natürlich auch irgendwo Sinn, wenn man überlegt, dass das Schild ja eigentlich nur vorne ist und eben nicht oben schützt. Außerdem gibt es auch noch Neuerungen zu dem Attack Speed. Und zwar haben die verschiedenen Waffen und Werkzeuge ja unterschiedliche Attack Speeds. Und zum Beispiel der Dreizack hat eine Attack Speed von 2, die Spitzhacke von 2,5 und das Schwert von 3. Und das wurde jetzt auch ein bisschen angepasst, und zwar, normalerweise ist es so, wenn man jemanden angreift, dann gibt es so einen kurzen Moment, wo er quasi nicht nochmal Schaden bekommen kann. Also sonst könnte man ja quasi zweimal ganz schnell hintereinander angreifen und dann wäre er direkt tot und würde innerhalb von ganz kurzer Zeit sehr viel Schaden bekommen. Und dementsprechend gibt es natürlich diesen Zeitintervall quasi, wo er kurz keinen Schaden bekommt. Und der ist jetzt auch angepasst damit, wie viel Attack Speed man dann hat. Das bedeutet, dass wenn man jetzt mehr oder weniger Attack Speed hat, dementsprechend auch dieser Intervall, wo man keinen Schaden bekommen kann, kürzer bzw. länger ist. Also wenn man öfters angreifen kann, wie zum Beispiel mit dem Schwert, dann kann man auch öfter tatsächlich auch die Hits raushauen und hat nicht diesen gleichen Cooldown quasi, wie es bei anderen Werkzeugen zum Beispiel der Fall ist. So, und zu guter Letzt gibt es natürlich immer noch dieses Aufladen, wenn man jemanden angreift. Allerdings gilt das jetzt nicht mehr für normale Schläge, sondern die sind ja, wie gesagt, mit Linksklick gedrückt quasi so schnell wie es geht.
sondern die gelten jetzt nur noch für die Spezialangriffe, wie es genannt wird. Und zwar sind es zum Beispiel Crits, die man von oben schlägt. Und auch Verzauberungen zum Beispiel, wie eben Sweeping Edge und Knockback. Das kann ich mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt auf diesen Typen hier zum Beispiel einschlage und die ganze Zeit dabei springe, müsste ich ja rein theoretisch die ganze Zeit critten, aber es ist eben nicht der Fall. So, also jetzt war ein Crit, jetzt wieder und jetzt. Wenn ich jetzt aber die ganze Zeit schlage, dann sieht man, dass hier gar keine Crit-Partikel mehr kommen. Obwohl es ja rein theoretisch jedes Mal ein Crit war. Allerdings gibt es da jetzt wieder diesen Cooldown immer noch. Das bedeutet, dass man eben, wie gesagt, Verzauberungen und auch Crits eben nicht die ganze Zeit spammen kann, aber normale Angriffe eben schon. Und das ist auch wieder wie diese Leiste, die sich auflädt. Ich weiß gar nicht, warum die hier nicht angezeigt wird. Könnte in meinem Text-Impact liegen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Crit mache... Oh, okay, der war schnell tot. Also wenn ich zum Beispiel einen Crit mache, und dann kurz warte und dann direkt wieder einen Crit, dann geht das natürlich. Wenn ich jetzt allerdings die ganze Zeit durchgehend angreife, dann wird diese Leiste auch nicht neu aufgeladen. Das bedeutet, ich kann die ganze Zeit keine Angriffe machen. Und dementsprechend sollte man vielleicht ein bisschen timen, wie oft man den Crits machen möchte. Oder ob es halt wert ist, zwei Crits zu machen oder halt die ganze Zeit dazwischen lieber anzugreifen. Ja, nach dem ganzen Test ist nur noch ein Villager übrig. Und das war's auch soweit von dem Video. Wenn ihr Feedback dazu habt, dann könnt ihr das gerne den Entwicklern quasi schreiben. Ich verlinke euch mal den Reddit-Post, wo das erwähnt wurde. Und ansonsten, wie gesagt, das ist noch nicht final. Allerdings, finde ich, geht das schon in eine sehr gute Richtung und macht das Ganze wieder ein bisschen spannender. Gerade nachdem halt die 1.8-Version das so ein bisschen versaut hat, finde ich. Und ja, es hat zwar lange gedauert, aber ich freue mich drauf auf die 1.15 und ich werde auch weiterhin euch auf dem Laufenden halten, was das so abgeht. Also Jungs, bis dann, haut rein und wenn ihr bis hingeschaut habt, schreibt mal einen Hashtag PVP in die Kommentare. Bis bald, ciao, ciao.